Indem er unterschiedliche Substanzen in Schwingung versetzte, erzeugte der Schweizer Arzt, Maler und Forscher Dr. Hans Jenny diese faszinierenden Formen und Figuren. Die Musik, die wir hier unterlegt haben, ist allerdings nur Dekoration. Hervorgerufen werden diese Muster durch einfache Sinustöne. Solche Klangfiguren sind seit dem Ende des 18. Jahrhunderts bekannt. Der deutsche Physiker Ernst Chladni stellte sie dadurch her, dass er Metallplatten mit Sand bestreute und mit einem Geigenbogen strich. Dr. Jenny hat dieses Verfahren erweitert und verfeinert. Da er 1972 starb, können wir ihn heute nur noch mit Hilfe alter Dokumentarfilme zu Wort kommen lassen. Die ganze Welt, sowohl die belebte als auch die unbelebte Natur, unser ganzer Organismus, ja unser ganzer Alltag ist durchsetzt von Schwingungen. Und zwar als wesentliche Eigenschaft dieser Systeme. Nun entsteht immer wieder das Bestreben, diese Vorgänge dem Auge als dem wachsten Sinnesorgan des Menschen zu erschließen. Dazu braucht es bestimmte Methoden. Wir können aber nun heute nicht einfach es machen, wie Chladni es gemacht hat, mit dem Geigenbogen. Wir brauchen heute Methoden, welche übersichtliche Versuchsbedingungen ergeben. Durch die von uns gewählte Methode der schwingenden Kristalle ist es möglich, bei fortlaufendem Versuch von einem Ton zum anderen übergehen zu können. Dementsprechend wechseln auch die Klangfiguren. Je höher der Ton, umso feiner das Muster. Wir verwenden Sand und Lycopodium. Das Lycopodium geht in die Mitte der Felder, bildet Rundformen, der Sand die Linien. Jedes Material verhält sich eigenartig oder spezifisch. Das unterschiedliche Verhalten der Stoffe unter dem Einfluss der Schwingung hat Dr. Jenny gelegentlich durch, wie man so sagt, absonderliche Zufälle entdeckt. Seine Witwe, Maria Jenny, erinnert sich. Wir hatten wunderbare Sandfiguren zu sehen, also aufgebaut. Und da fiel aus sonderbaren Umständen eine Fliege von der Decke herunter und ausgerechnet in den Raum, der sonst also hohl war, also leer war. Und diese Fliege bewegte sich ungeheuer schnell, rotierte. Und da sagte mein Mann, ja, da ist die Bewegung. Und dann war das ein Anstoß, eben mit Wasser zu experimentieren und mit diesem feinen Blütenstaub Lycopodium. Und da merkte man, dass eigentlich die Form schon das Tote war. Und dass das Lebendige, das die Form herstellte und ermöglichte, eigentlich in dem Raum war, den man nicht sah. Und das war unglaublich. Also diese Fliege kam im richtigen Moment von der Decke herunter. 1958 begann Hans Jenny seine Experimente mit Klangfiguren. Er prägte dafür den Begriff Kymatik. Abgeleitet von Kyma, dem griechischen Ausdruck für Welle oder Schwingung. Die entscheidende Verbesserung gegenüber den Chladnischen Versuchen erzielte er durch die Verwendung bestimmter Kristalle, die in Schwingung geraten, wenn man sie unter Strom setzt. Hier haben wir die Generatoren. Sie erzeugen die elektrischen Impulse. Diese kommen in die Kristalle hinein und werden zu richtigen Schwingungen. Diese Schwingungen übertragen sich auf die Platte, dadurch werden diese Schwingungen verstärkt, bekommen eine gewisse Resonanz und dann hören sie de facto den Ton. Wir wollen noch einmal diesen Versuch Ihnen zeigen, wie eine solche Figur entsteht.
Wir streuen den Sand auf die Platte und Herr Stüten schaltet nun eine bestimmte Schwingungszahl ein, oder wie man sagt, eine Frequenz. Und Sie sehen, wie der Sand sich formiert und Sie hören den Ton, welcher diesen Formationen des Sandes entspricht. Christian Stüten, ein langjähriger Freund der Familie, war von Anfang an als Jennys Assistent an den Experimenten beteiligt. Heute, mehr als 30 Jahre danach, blickt er zurück. Ich war damals selber noch am Theater tätig und er hatte eine sehr große Praxis. Und abends fingen wir an, so 10 Uhr, 11 Uhr, fingen wir an zu experimentieren unten in der Halle. Und es war dann manchmal so, dass wir Praxis hatten bis spät abends und dann anfingen in demselben Zimmer umzuräumen und die Experimente aufzubauen, bis tief in die Nacht. Und dann wurde dieses Labor aus der Halle sozusagen herausgenommen, weil Frau Dr. Jenny also ein Veto einlegte, dass das nicht mehr zu machen war. Und dann wurde das, mein Privatzimmer wurde langsam dann umgewandelt in ein Labor. Zuerst war das noch ein sehr anmächtiges Zimmer. Und am Schluss war dann nur noch ein Bett da und alles andere war Labor. Und am Schluss musste auch das Bett dann weichen. Und ich zog dann woanders hin. Und so entstand unser eigenes Labor in dem Haus. In diesem Haus lebte und arbeitete Dr. Jenny bis zu seinem Tod im Jahre 1972. Heute wohnen hier seine Witwe Maria, seine Tochter Ea und deren Sohn Leo, sowie zwei Katzen, die hier ihren eigenen Eingang haben. Der große Garten hinterm Haus beherbergt außer gelegentlichen Gästen mit und ohne Flügel zurzeit zwei Gänse und einen Pfau. Hans Jenny war Landarzt in Dornach, einem Vorort von Basel. Neben seiner Praxis beschäftigte er sich nicht nur intensiv mit den Klangfiguren, über die er auch zwei Bücher veröffentlichte, er war darüber hinaus auch noch ein leidenschaftlicher Maler. Hans Jenny hat vor allem Tiere gemalt. Die Tiere, so schrieb er, sind Hieroglyphen, welche der Weltsprache entstammen. Sie sind auch Siegel, welche zum Weltall und seinen Spiegelungen führen. Diese öffnen sich dem, der die Tiere liebt. Und Hans Jenny hat die Tiere nicht nur geliebt und gemalt, sondern auch gründlich und mit den Augen des Forschers beobachtet. In den Ferien zum Beispiel, ich habe Ihnen ja erzählt, sagte er, er macht sich unsichtbar. Und er war wirklich so, dass wenn wir dabei waren, wir durften uns nicht rühren und er verschwand tatsächlich. Also ich meine, nicht physisch, aber er war so ruhig und so auf Beobachtung eingestellt, dass ganz nah zum Beispiel Hirsche und Rehe kamen. Unglaublich. Und auch mal einen Fuchs und einen Dachs hat er ganz ruhig und nah beobachten können. Aber das war seine Art zu beobachten. Diese seltsame Art hatte er auch als Arzt. Wenn man krank war, mit hohem Fieber, wenn wir im Bett lag, und Dr. Jenny kam rein, er hatte meistens immer graue Anzüge an. Man war, also von dem Moment an, wo er reinkam, war man schon also 50% gesunder. Das war wirklich einen derartigen Lebensmut und eine Lebenskraft und ein Lebensblick. Das war unglaublich, wie das in seinem Wesen einfach war. Und das kann man unglaublich eben in schönster Weise, wie ich meine, auch wird man das immer in seinen Bildern erleben können, weil die ja nun bleibend sind. Die ärztliche Praxis, die unzähligen Bilder, die Experimente mit den Klangfiguren. Woher nahm Hans Jenny die Kraft und woher die Zeit, so viel zu schaffen? Was er tat, tat er vollkommen total. Wenn er Arzt war, war er total Arzt. Wenn er malte, war er
absolut Maler. Und wenn er forschte, war er ganz drin in dem, was er wollte, also wo er hin wollte. Das war eine Eigenschaft von ihm, immer total anwesend zu sein. Das war auch privat. Wenn wir zusammen waren, man hatte das Gefühl, er hat gar nichts zu tun. Er war total anwesend. Gedanklich war er auch sehr scharf, er war unglaublich gebildet in der Geschichte, in der Musik. Er spielte Spielen, Klavier, er konnte ganze Sonaten spielen früher. Dann später hat er noch improvisiert, aber es waren wirklich wie ganze Konzerte, wenn er, und es rauschte dann wirklich. Das war auch entsprechend seinen Bildern. Und er stand ja auch im Zeichen des Löwen und er konnte auch brüllen, so war es also nicht. Aber das war nie verletzend, sondern das war immer aus seinem Wesen heraus. Und wenn es um die Beobachtung von Tieren ging, dann konnte Hans Jenny auch recht autoritär sein. Seine Familie bekam dies gelegentlich zu spüren. Ja, wenn wir alle dabei waren, wir erfroren manchmal. Stundenlang saß er und wir durften uns nicht rühren. Es war auch eine Schulung für uns. Vielleicht wüsste er noch was. Er liebte sehr er. Und er hatte ein unerhörtes Verhältnis zu Kindern. Er konnte es mit allen Kindern glänzend. Dieses Tierbilderbuch hat Hans Jenny für seine Tochter Ea entworfen. Sie betrachtet es hier mit ihrem Sohn Leo, der sich zurzeit allerdings mehr für Mickey-Maus-Bücher interessiert. Von kleinformatigen Aquarellen bis zu riesigen Tafelbildern reichte die Spannweite von Hans Jennys Malerei. Im Untergeschoss des Hauses befindet sich ein Ausstellungsraum, der der Öffentlichkeit zugänglich ist. Als Hans Jenny noch lebte, wurden Ausstellungen auch außerhalb des Hauses durchgeführt. Das Geld, das er durch den Verkauf seiner Bilder einnahm, benutzte Jenny, um die Experimente mit den Klangfiguren zu finanzieren, die er auf eigene Kosten unternahm. Hans Jenny hat mit vielen verschiedenen Substanzen experimentiert. Auch mit Flüssigkeiten wie Wasser beispielsweise oder Terpentin, in dem die Schwingung solche Gitterstrukturen erzeugt. In schwingendem Glycerin bilden sich Klangfiguren, die an die Skelette von Wirbeltieren erinnern. Ein zäher Brei aus Kaolinerde rollt sich unter dem Einfluss der Schwingung ein und formt muschelartige Gebilde. Angefeuchtetes Salz ballt sich zu tanzenden Kugeln zusammen. Eine interessante Variation. Hans Jenny nannte sie Magnetokymatik. Eisenspäne werden gleichzeitig einer Schwingung und einem Magnetfeld ausgesetzt. In einem anderen Experiment wurden die Eisenspäne mit Honig vermischt. Die Masse schwingt so schnell, dass die Figuren sich im Film unscharf abbilden. Hans Jenny hat auch ein Verfahren entwickelt, um den Klang der menschlichen Stimme sichtbar zu machen. Mithilfe eines Apparates, den er Tonoskop nannte. Er hat dazu eine Membran über einen Lautsprecher gespannt, der mit einem Mikrofon verbunden war. Ein einfaches Exemplar des Tonoskops ist heute noch in Gebrauch. Kurt Heckendorn, Lehrer in Dornach, verwendet es im Musikunterricht. Das gießkannenförmige Instrument besteht aus einem Schalltrichter, der mit einer Gummimembran überzogen ist. Der Klang der Stimme bringt die Membran zum Schwingen und es entstehen Klangfiguren. Ich kenne Hans Jenny seit meiner Kindheit. Er war mein Hausarzt, wie ich noch ein Kind war.
Und ich habe ihn damals als Persönlichkeit kennengelernt, allerdings erst in späteren Jahren dann erfahren, was er sonst noch alles gemacht hat, dass er ein begnadeter Maler war und über seine Forschungen im Kymatikbereich, wie er es genannt hat, habe ich eigentlich erst spät erfahren. Und ich bin jetzt sehr glücklich, dass ich dieses Tonoskop in meiner Klasse auch einsetzen kann. Es hilft uns, den Ton von einer ganz neuen Seite her zu betrachten. Die Kinder staunen, wenn sie sehen, dass durch ihre Stimme sich etwas bilden kann, dass der Ton eine schöpferische Kraft wird. Und da merkt man eben diese unendliche Kraft, die in den Tönen verborgen ist. Bei Hans Jennys Experimenten mit dem Tonoskop zeigte sich unter anderem, dass die einzelnen Vokale klar unterscheidbare Klangfiguren bilden. Dies ist beispielsweise ein E. Ein I und ein O. Die konzentrischen Kreise, die sich auf dem Tonoskop beim O bilden, finden sich auch in schwingendem Wasser wieder. Wenn wir die Energie verstärken oder, einfacher gesagt, die Lautstärke erhöhen, bildet sich eine symmetrische Figur, die von der Frequenz, der Schnelligkeit der Schwingung abhängig ist. Bei einer geänderten Frequenz bildet sich ein anderes Muster, das aber auch am Anfang bei niedriger Lautstärke mit konzentrischen Kreisen beginnt. Wir haben hier das Wasser von unten beleuchtet und sehen die Muster der Lichtreflexe, die in den schwingenden Wasserwellen entstehen. Um die Bildung dieser Wellenmuster genauer verfolgen zu können, haben wir eine Spezialkamera eingesetzt. Sie erreicht eine Geschwindigkeit von 10.000 Bildern pro Sekunde. Am Experimentiertisch ist auf einer Metallplatte, die in Schwingung versetzt werden kann, ein Metallring von etwa 2 cm Durchmesser angebracht. Eine kleine Menge Wasser wurde in den Ring gegossen und bildet nun unter dem Einfluss der Schwingung Wellen, entsprechend der Frequenz, hier mit einer Viereck-Symmetrie. Die Schwingung erscheint jetzt 400-fach verlangsamt. Bei einer anderen Frequenz bildet sich eine Wellenform mit Fünfeck-Symmetrie, hier um das 200-fache langsamer als in Wirklichkeit. Die gleiche Schwingung im Durchlichtverfahren gefilmt. Interessant ist bei diesen Figuren neben ihrem optisch-ästhetischen Reiz vor allem die Ähnlichkeit mit Formen, die in der Natur von Lebewesen gebildet werden. Die Fünfecksymmetrie findet sich bei unzähligen Blumen wieder, aber auch bei vielen Seesternarten. Dies sind Abbildungen versteinerter Knospensterne aus einer Zeit, die etwa 14 Millionen Jahre zurückliegt. Beim Apfel findet sich das Fünfeck ebenso in der Blüte wie im Gehäuse wieder. Eine Wicke entfaltet sich aus einer Kreisform heraus zum Fünfeck, ebenso wie die Klangfigur im Wassertropfen, hier ohne Verlangsamung gefilmt. Bei einer anderen Frequenz bildet die Wasserschwingung zwei ineinander geschobene Dreiecke. Diese David-Sternartige Struktur fand der Basler Anatomieprofessor Arthur von Hochstetter beispielsweise auch in verschiedenen Geweben und Knochensegmenten von Menschen und anderen Säugetieren. Der amerikanische Architekt Buckminster Fuller verwendete dieses Muster als Konstruktionsprinzip für seine Bauten. Ein winziges einzelliges Meerestier, die Radiolaria Sagenosthena stellata, hat dieses Bauprinzip allerdings schon einige Millionen Jahre zuvor in ihrem Siliziumskelett verwirklicht. Aber nicht nur in der Wasserkymatik, sondern auch bei Klangfiguren in anderen Substanzen finden sich formale Ähnlichkeiten zu Mustern und Gestalten von Lebewesen. Das Muster auf einem Schmetterlingsflügel. Eine Klangfigur aus Sand und Lycopodium, den Sporen der Bärlapppflanze. Und eine Pfauenfeder. Wie sich solche Muster bei Lebewesen bilden, hat die Wissenschaft bislang noch nicht herausgefunden. Durch materielle, chemisch-physikalische Prozesse allein sind sie aber ebenso wenig zu erklären
wie die Entstehung eines Gemäldes aus der Beschaffenheit der verwendeten Farbstoffe. In Bezug auf die Übereinstimmung der Formen von Lebewesen und diesen Mustern, die durch Schwingung entstehen, erscheint noch etwas anderes bemerkenswert. Die Klangfiguren bilden sich in der Bewegung. Die einzelnen Bestandteile wandern in ständigem Wechsel, aber die Form der Figur bleibt erhalten. Bei Lebewesen verhält es sich ebenso. Auch bei ihnen werden die einzelnen Bestandteile, die Moleküle, aus denen der Körper zusammengesetzt ist, im Stoffwechsel ständig ausgetauscht. Wenn aber trotz des ständigen Wechsels und Wandels der materiellen Bausteine die Gestalt des Körpers erhalten bleibt, sollte man dann nicht eine schöpferische Instanz annehmen, die sozusagen über der Materie steht und diese ordnet und formt? Für unsere Vorfahren war die Annahme einer solchen Instanz selbstverständlich. Sie nannten sie Seele. Die Gene und körpereigenen Eiweißstoffe von Menschenaffen und Menschen sind nach Ansicht der Wissenschaft zu etwa 99% identisch. Aber ihre Gestalt zeigt erhebliche Unterschiede. Auf einer rein chemikalisch-physikalischen Ebene sind diese Unterschiede derzeit nicht erklärbar. Der griechische Philosoph Aristoteles sprach von einer formbildenden Kraft, die er Entelechie nannte. Und die Seele bezeichnete er als die erste Entelechie des Körpers. Heute sprechen die Wissenschaftler stattdessen von morphogenetischen, von formbildenden Feldern. Wie sie auf die Materie einwirken sollen, darüber ist man sich allerdings noch nicht einig. Aber vielleicht ließe sich aus Hans Jennys Klangfiguren ein Erklärungsansatz ableiten. Denn immerhin zeigen diese Figuren formbildende Felder in Aktion. Und sie zeigen auch, dass durch Schwingungsfelder dynamische Ordnungsprozesse möglich sind, die Materie in der Bewegung ordnen und gestalten und dabei Muster bilden, die sich überall in der Natur wiederfinden. Und nicht nur bei Pflanzen und Tieren findet man verblüffende Ähnlichkeiten zur Kymatik, sondern auch in kosmischen Strukturen und im Antlitz unseres Planeten. Lycopodium, ein feines Pulver aus den Sporen der Bählerpflanze, bildet bei einer bestimmten Frequenz regelrechte Landschaften. In einer anderen Lycopodium-Schwingung sieht man diese gebirgsartigen Formationen noch deutlicher. Zum Vergleich eine Aufnahme der Erdoberfläche aus dem Weltraum, das Hochland von Qinghai im Nordwesten Chinas. In einer wieder anderen Frequenz schwingend bildet das Lycopodium kreisende Wirbel, die an kosmische Galaxien erinnern. Alle Gestalten sind ähnlich und keine gleichet der anderen, und so deutet das Chor auf ein geheimes Gesetz, so schrieb Johann Wolfgang Goethe. Dieses Gesetz zu finden war auch ein Anliegen von Hans Jenny. Er hat es allerdings nicht mehr ausführen können, und bloße Spekulationen anzustellen war nicht seine Art. Das hat er sich sogar sehr verboten. Wir sagten oft, das sieht doch so aus wie. Und das wollte er aber absolut nicht. Er wollte den streng wissenschaftlichen Weg gehen. Und das ist, er wollte das absolut erhärtet wissen als Wissenschaftler. Obwohl er natürlich all das auch sah. Wir wollen den Vergleich zwischen kosmischen Strukturen und kymatischen Formen dennoch ein wenig weiterführen, weil ihre Ähnlichkeit so augenfällig ist. Gleichmäßig fein verteilter Lycopodiumstaub verdichtet sich durch die Schwingung zu Rundformen. Bei Erhöhung der Energiezufuhr, sprich Lautstärke, bildet sich eine pulsierende Wolke. Sie bläht sich auf, immer mehr Materie strömt ihr zu. Sobald die Energie reduziert wird, verdichtet sich die Wolke zu einem kugelartigen Gebilde, das sich in innerer Umwälzung befindet und gelegentlich Materiefontänen ausstößt. Wenn man sich dies als einen im freien Raum stattfindenden Prozess vorstellt, findet man eine verblüffende Ähnlichkeit mit der Entstehung einer Sonne. Nur ein Zufall? Am Anfang war das Wort, so heißt es im Johannesevangelium. Und das Wort ist geordnete Schwingung, ist Klang. Könnte man also statt des Urknalls nicht vielleicht auch einen Urklang an den Anfang setzen? Der Kosmos eine Klangfigur? Klingt eigentlich gar nicht schlecht und zumindest tröstlicher als die herkömmlichen Chaostheorien.
Die Kymatik war nach Anciani's Tod ein wenig in Vergessenheit geraten. Nun, so scheint es, sind die Schweizer im Begriff, sie wieder zu entdecken. Auf der Heureka, der Nationalen Forschungsausstellung 1991 in Zürich, waren die Klangfiguren in einem eigenen Raum vertreten. Am zweiten Tag der Ausstellung, als wir hier filmten, fanden sich nur wenige Zuschauer ein. Später aber wurde der Andrang so heftig, dass man sogar in Erwägung zog, die Kymatik in einen größeren Raum zu verlegen. Ein Zeichen dafür, dass die Klangfiguren in den Menschen innerlich etwas ansprechen. Oder sollte man sagen, zum Klingen bringen? Und natürlich auch ein Indiz dafür, dass die Kymatik immer noch aktuell ist. Und nicht zuletzt eine Anregung, sich in Zukunft wieder mehr damit zu beschäftigen. Die Klangfiguren von Anciani beantworten derzeit keine Fragen, sie werfen vielmehr welche auf. Aber wenn man sich diesen Fragen stellt, wird man eines Tages auch zu Antworten kommen. Antworten, die unsere heutigen Weltbilder erheblich verändern könnten.